3000 Euro in einem Stream gelassen. Alles hiervon an Revi. Junge, ey! Ey! Simon! So, Freunde. Wir gehen jetzt mal kurz hier runter. Hä? Hey man, you see me sitting here? Abstand. You see me sitting here? Ich bin I'm living in. Oh Gott, ich seh dich! Okay. Das war's. Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Wir sehen uns morgen wieder. Also, wir haben 21.40 Uhr. In 20 Minuten macht der Supermarkt zu. Okay, das ist wie bei Toy Story Race. Ja, ja. Junge! O-Saft. Apfelsaft. Lukas, okay, du bist eigentlich bei allen direkt, dass du das Fisch sagst oder was du gar nicht trinkst. Trinkst du Gemüse? Ey, warte mal, was für ein Toilettenmobil? Haben wir alles da? Haben wir alles, ja. Besser ist es. Lukas, ich gebe dir jetzt hier, wenn du das trinkst. Für einen Zehner? Ja. Richtig. Also ich kann absolut gar nicht kommen. Ich auch nicht. Ich hab schon mal Nudeln gerade gemacht. Ich auch. So früh morgens aufschneiden, Baba. Ja, Mann, auf jeden Fall. Orangis. Ist es auch lokal? Oh, local, Digga. Nein, Digga, hier ist. Junge, die kommen aus Kolumbien, Digga. Oh, Regime Columbia. Ist das lokal? Das sind auf jeden Fall lokale. Was mit Eiern? Habt ihr Bock auf Eier? Du! Noch filming? Okay, sorry. Da durften wir an der Stelle nicht filmen hier im Supermarkt. Vorsicht, ne, jetzt. Digga, wir waren so nah wie noch nie dran. Und jetzt stell mal vor, wir hätten ein SUV geholt. Digga, du musst mal da vorne dann gucken, wie wir gleich. Ach, geht noch schlimmer. Ja, da ist noch schlimmer. Drehen. Ja. Jawohl, wir haben es geschafft. Warte, ein letztes Mal noch. Top. Wenn man das mal an die Wand schmeißt, dann haben wir übrigens wenige Flecken von Nudeln. Ich glaube, kein Italiener der Welt macht das. Der Leo. Ich schlafe. Mach mal Vlog, Diggi. Yo, guys, welcome to our 10 million dollar mansion. It's just insane what we got here. Look at this plan, bitch, y'all. Bitch, what do you say to me, bitch? Whoa. Jetzt fällt's mir auf. Aber hör mal. Dave! Wir haben Nachbarn und wir haben 0 Uhr. Es ist 1 Uhr. Dave! Wir fahren jetzt zu Janni Hausemeier und gucken deren Villa an. Dann bringen wir ein Bladi um und dann pissen wir den Pool. Das war kein Witz. Geht aber auch. Geht die Tür auf. Okay, willst du kurz was sagen noch, bevor wir hochfahren? Wir fahren jetzt hier hoch, Leute. Ich bin gerade nochmal ausgepackt, rückwärts mit wirklich 2 cm Platz um die Ecke und jetzt. Oh mein Gott. Ich darf nicht anhalten. Ich muss im ersten Gang jetzt hier durchtreten, weil wenn ich runterfahre. Und da oben wird's. Ah, ne, wird nicht eng. Ja, deine Meinung. Ach, es wird dann noch steiler. Weitermachen. Ey, du musst euch tiefer. Sich runterschubsen muss. Der Dicke hier mit dem Bart, der scheint der Beste zu sein. Gibt einen anderen Stream, der sieht genauso aus wie Unge. Pay Money Wabi hier im Bild. Weißt du, das ist so, so ein, ich bin hier gerade verschollen, Dings, im Auto so. Oh, ich
bin gerade aufgewacht, Leo. Die Sauerstoff ganz knapp. Ey, wo sind wir hier, Alter? Ich putze nur. Du bist der Fahrer dieses Wagens. Digga, so ein richtig schlechter Film. Also mal Fische. Echt richtig Klicks haben wollt, macht einfach die Handbremse los. Ich würde. Okay, Leo wurde gerade von Straßenhunden. Wie du leck weggelaufen bist. Komm, mal geht's schneller. Also da ist ja dieser Gang runter. Da, oder waren da die Hunde? Da bin ich. Das ist der Ghetto. Guten Morgen! Guten Morgen, Dad! Ja, zusammen haben Frühstück gemacht. Es gibt Porridge, Obst, da Käse dazu und hat noch einen Quark. Ich zeig die Aussicht. Leute, wir sind gerade hier in der Jausenvilla von Jani Hausemeier und Cengiz und so. Cengiz! Was machst du, Tobi? Wir drehen gerade ein Video, eine Dokumentation über Aussteiger aus Madeira. Wie gefällt's dir hier? Was machst du, Tobi? Wie es dir hier gefällt, habe ich gefragt. Was machst du, Tobi? Jedenfalls sind wir jetzt hier und Simon hat zwei Obdachlosen, Tobi und The Vive, 100 Euro gegeben. Was aber vorher noch passiert ist, ist viel wichtiger. Ich habe unglaubliche Blähungen bekommen. Ich schwöre, es stinkt hier nach Scheiße. Ja, ich habe es gerade gerochen. Was? Hast du wieder gefroren? Ja, ja. Digga. Viel wichtiger ist aber, dass Simon ungefähr noch 3000 Euro schuldet, meine Freunde. Hier mal ganz kurz einen kleinen, Sabine macht gerade schon ein Auge da hinten. Ganz kurz einen kleinen Einspieler aus dem Livestream. Oh mein Gott! Sofort hier. Nein! Oh mein Gott! Ich bekomme insgesamt 300 Euro von dir! Vielen Dank, Leute. Was? Was? Er hat 1000! Ja! 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 Ich habe 420 Euro schon gemacht in diesem Stream, Simon. Das ist der schönste Abend meines Lebens, wirklich. 450 Euro mittlerweile, Simon. Du weißt, ich hab's immer behandelt. Maxi haut nochmal einen 50 raus. Was? Ja! Was ist denn was? Los? Max? Au! Oh mein Gott, ich hab kurz Sterne gesehen. Schön klatschen. Der hat nochmal 500 Euro gerade gespendet. Nein. Dieser Mann hat 3000 Euro in einem Stream gelassen. Alles hiervon an Revi. Ja, ihr habt's gesehen. Also wir gehen morgen zum Geldautomaten. Ich krieg 3000 Euro von Simon. Das ist ganz klar. Wenn nicht, dann werde ich Simon anzeigen. Und jetzt wird hier heute Abend noch ein bisschen fürs Jausenmusikvideo gedreht. Wir feiern eine kleine Party. Ja? Das ist die größte Jause der Welt heute Abend hier, Alter. Was wird hier? Hey, Revi, jetzt mal, das ist jetzt nicht fürs Video. Seit du hier bist, es stinkt wirklich permanent nach Scheiße. Ich hab Blähungen. Also nein, jetzt mal wirklich, es stinkt absolut nach Scheiße. Ja, ja, ich hab Blähungen. Warum? Ja, weil ich halt sowas Veganes bei Simon gegessen habe, hab ich nicht vertragen. Das war's jetzt? Ja, dann halt die Kamera einfach mal am Mann. Ja. Ich weiß nicht, was Simon sich hier denkt, aber ich glaube, er macht so eine Bottle Flip Challenge. So, der letzte Dose. Die letzte warte, Dose. Ich will die werfen. Nee, ich. Doch. Zack! Geil. Junge, die Pepsi ist schon mal kalt. Ja, okay. Alle Getränke müssen in den Pool. Die fällt irgendwie mal. Kannst du heute nicht spielen? Das ist nicht der Pool. Ja. Super. Der Pool ist zu kurz. Ja! Es ist immer dahin. Die Hause ist heute hier. So, wir. Gehen jetzt zu Ung und holen meine 3000 Euro, ist das klar? Ja. Ich habe nämlich jetzt drei starke Jungs dabei. Zwei starke Jungs und Lukas. Und wir gehen jetzt rüber zu Ung und holen endlich mein Geld, Leute. 3000 Euro habe ich gestern bekommen. Ich habe mich gestern abgefüllt und gedacht, ich vergesse das. Aber es hat nur, der Alkohol hat das Ganze nur in meinem Gehirn manifestiert. Er denkt, wir gehen jetzt ins Kino. Halt dein Maul, Alter! Er denkt, halt's Maul, Alter! Akani aus! Er denkt, wir gehen jetzt. Akani, ja, ich bin echt ein Hundemensch, man merkt das. Der denkt, wir gehen ins Gym, aber wir schlagen ihn einfach zusammen und stehlen sein Geld. Fritz Meinecke macht das nämlich für einen Tausender. Bam, Junge, rein in die Olga. Hallo. Alter. Wer war das denn? Wer war das denn? Wer war das denn? Was ist denn hier passiert? Nein, wer war da? Oh Mann! Unge! Unge, komm! Unge! So Simon, du dachtest, wir gehen ins Fitnessstudio, aber werden dich jetzt in eine dunkle Gasse ziehen und ich krieg von dir 3000 Euro. Falls ich nicht bekomme, wird dich innen drin Kevin Wolter erwarten und dein Gesicht mit deiner Faust zermatschen. Warum hast du einen Drogenpulli an? Findest du Drogenkonsum gut? Das ist ein Merch von Turnier und ich finde Turnier gut und ich supporte die. Also findest du Drogen gut? Ja, klar. Ja? Und wann krieg ich meine 3000 Euro? Wir so. Gehen gleich zum Geldautomaten. Noch mal 3000 Euro. Wir gehen gleich zum Geldautomaten, Unge. Wir gehen gleich zum Geldautomaten, Unge. Lukas, wie war es gestern Abend beim Feiern? Ich stehe hier nur. Wo warst du?
In deiner Mama. Ah ja. So, Fritz, kommst du kurz da runter? Leute, wir gehen jetzt ins Gym. Wo sollen wir denn jetzt hier trainieren? Na, also, mit den Steinen. Nee, nur Steine, Fritz. Ja, Steine hochheben und so. Hier schon mal Ohrläppchen. Ah ja. Boah, Alter, du bist so reich, Junge. Können wir ein Foto machen? Alter, hast du viel Geld? Oh mein Gott, ist der reich, Junge. Junge, der schuldet mir 3000 Euro. Ja, ja, ja. Sollen wir zusammen boxen? Lass ihn packen, komm, lass ihn packen. Komm. Hey, pass mal auf, ja? Ich habe gerade mit Simon gesprochen. Du schuldest mir 3000 Euro. Was ist denn das für eine Kamera? Du schuldest mir 3000 Euro. Du schuldest mir 3000 Euro, Alter. Ja. Simon, ja, ja. Wenn du gleich duschen gehst, schlagen wir uns alle zusammen, bin ich meine 3000 Euro. Geil. Du lachst, aber du denkst, stimmt ich nicht. Ich finde das mal, kannst du mir Schuhe binden? Ich habe nie gelernt, wie man Schuhe bindet. Das denke ich mir. Guck mal, Simon ist so dieser Fitnessstudio-Besucher, der sich so neue Tasche, neue Klamotten kauft, alles. Einmal hingeht, merkt, boah, anstrengend, ich gehe nie wieder. Du wirst sehen, du kommst nächstes Mal auf die Insel. In einem Monat bin ich wieder da. Machen wir einen Monat Body Transformation Challenge. Du wirst sehen, das nächste Mal boxe ich dich einfach weg, weil ich einfach ein komplettes. Guck mal, dahinter ist das, was aus dir hätte sein können. Und das bist du. Nächstes Jahr stehen wir nebeneinander und dann fällt es kein Unterschied. Was mit dir? Warum bist du hier? Ich guck nur zu heute. Ja. Oh. Oh ja, das ist das Gesicht, das mir 3000 Euro schuldet. Schaut ganz genau rein. 3000 Euro hat dieser Mann. Und die kriege ich von ihm. Ob er das will oder nicht. Alter. Wir filmen hier nur. Wir sind nur zum Filmen hier. So, wir waren gerade im Gym, Leute. Simon ist extrem breit. Ihr habt es gesehen. Wirklich ein extremes Tier. Ja. Und jetzt fahren wir zum Bankautomaten und holen Coronavirus! Oh, Corona, ich hab Tröpfcheninfektion! Scheiße! 3000 Euro gehen wir jetzt vom Bankautomaten abholen. Boah, das ist so ein geiler Urlaub, Leute. Ich gehe mir Plus raus einfach. Und du? Du wirst bei dir, wenn ich du wäre, richtig leiden. Da kannst du mal für. Und dich habe ich echt gern. Simon, 3000 Euro, ne? Ja, gehen wir gleich zum Bankautomaten. Gehen wir gleich zum Bankautomaten? Natürlich. Wir machen das wirklich. Natürlich, natürlich. Natürlich machen wir das. Natürlich. Du kannst jeden Tag 400 Euro abheben. Ich lade jeden Tag das Restaurant ein, wie ja, immer. Aber es ist nicht, nee, nicht wie immer. Erstes Mal habe ich letztes Mal auch eingeladen, das stimmt nicht. Mhm. Zweitens ist auf dem Stein eine 9 oder eine 6. Entscheide ich jetzt. 3, 2, 1. 9. Okay, gut, dann hätte ich ihn geworfen. Du hast. Und drittens. Okay, komm, sollen wir mal kurz Realtalk machen? Ja. Du hast noch 4000 Euro Schulden bei mir, weißt du das? Was denn? Für was? Denk mal in die YouTube-Auszeit, denk mal. Was ist denn da? Du wirst doch 1000 geben, weil du hast ja 3000 Euro offen. Für was denn? Denk mal nach. Für was denn? Oh, denk sich mal nach. Für was denn? Er hat nie gesagt. Er hat denk nochmal kurz. Kaution? Oh. Stimmt nicht, weil. Nein, stopp. Stimmt nicht, weil ich habe mit dem Herr Schneider gesprochen und der hat gesagt, dass alles an Schäden, was du verursacht hast, die Kaution aufgespeist hast. Ich habe eine neue Kaution nämlich eingeschaltet, du Wichser. Nein, du hast mir nie die Kaution gegeben. Ich habe eine neue Kaution eingezahlt, das war mein Geld. Dann musst du mir das schriftlich geben. Wir sind hier bei Almania. Naja, wir gehen gleich zum Automaten, 3000 Euro. Gell? Er hat eine Schuld mir auf hier. Oh. Eins, zwei, drei. Ja, Mann, auf die 3000 Euro, Habibi. So, wir haben uns jetzt alle eine Happy Bowl gekauft, Leute. Aber happy bin ich erst, wenn ich meine 3000 Euro bekommen habe. So, Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Simon? Ich bin Veganer, ich habe immer Äpfel dabei. Das ist sehr schön für dich. Maracuja, Tomate, Maracuja, Tomate. Okay, du weißt, wo wir jetzt gerade hingehen, oder? Wir gehen zum Geldautomaten. Wir gehen da vorne zum ATM, Leute. Und dann werde ich endlich meine wohlverdienten 3000 Euro bekommen, die mir zustehen, rein rechtlich. Denn ja. Ich habe sie ja verdient, ne? Natürlich. Natürlich, oder? Und dann, let's go. Junge, ey! Ey! Simon! Das wird ein Nachspiel haben. Weil da oben kommt eine Schulklasse. Okay, Leute, wir brechen jetzt hier in das Haus ein, in unsere eigene Villa. Nachdem Unge abgehauen ist, in der Stadt verschwunden ist, muss ich jetzt in unser eigenes Haus einbrechen. Let's go. Digga, du bist ja übel krass rangezoomt. Boah, Digga. Mr. Criminal. Das wird ein Nachspiel haben, Simon Unge. Lauf mir noch einmal davon, du schuldest mir Geld. Ich breche in Häuser ein. Man sieht ein. Nur dein Auge, das ist so nah dran. Ich breche in Häuser ein, Simon. Ich breche Beine. Und ich breche Herzen. Du wirst sehen. Hey, Buga, Buga. Mega. Eigentlich wollte ich auf Klo gehen. Ach so. So, das war's von diesem wunderschönen Vlog. Auf Wiedersehen.